Servus Leute, Chomp wieder hier. Jetzt habe ich mittlerweile rausgefunden, diesmal bin ich übrigens solo hier unterwegs. Jetzt habe ich mittlerweile rausgefunden, was ich letztens falsch gemacht habe. Und tut mir leid, dass ich euch die ganze Scheiße angeguckt habe in den Videos davor. Ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, was ich falsch gemacht habe. Da waren überall, wenn ich Sachen eingesammelt habe, und rote Schriften unten war, hätte ich auf diese roten Schriften klicken müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Also wurden diese Gegenstände nicht dazugefügt. Ergo, schien sie auch nicht im Profil und ich konnte den Bericht nicht schreiben. Jetzt weiß ich es aber und ich werde das hier alles ein bisschen schneller machen. So, ab. Agree. I agree. Ja, blub, blub, wir fragen hier gar nicht großartig nach. Wie kann ich das machen? Ich weiß ja, was ich machen soll. Tutorial machen wir jetzt nicht weiter mit. So, ich musste hier jetzt, glaube ich, die Kameras holen. Ja, das war's, die Kameras holen. Ich habe eigentlich gestern schon versucht, noch was aufzunehmen, aber plötzlich fror hier alles ein. Er hat gar nichts mehr funktioniert. So, wir nehmen die beiden hier. Ich sehe auch so, dass mal ein paar grafische Problemchen hier auftauchen. Eben gerade. So, wieder zurück zu dem Herrn hier. Aber es ist ja auch noch eine Beta. So, jetzt dem Herrn hier hinterher. Kamera hier hin. Und da auch noch eine Kamera installieren. Dafür gibt es schon mal die erste Knete. So, erste Belohnung erhalten. Und hier die Reputationspunkte. Die brauche ich auch, um Sachen auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Entschuldigung. Beziehungsweise im Startshop. Also Staatsshop. So. So. Lapapapapa. Wer die Videos davor gesehen hat, die beiden, der weiß ja, was es hier geht. Ich habe auch keinen Bock, das alles schon wieder hier durchzulesen. So, ich tue mein Bestes. So, ab zur Arbeit, Telefon klingelt. Und ich krieg meinen ersten Auftrag. So, die Direktionen sind eigentlich auch wichtig, ist mir aufgefallen. Zeige ich euch nochmal. Ready for task. Okay. So, die Direktionen hier sind wichtig, das waren die, weil man die ja später auswählen muss. Was für ein Verbrechen hat derjenige da begangen? Und dementsprechend muss man natürlich dann auch den Bericht ausfüllen. So, ich kaufe erstmal eine, weil wir für diese Arbeit hier nur eine brauchen. So, Frau und mein Kind lasse ich erstmal in Ruhe hier. So, Apartment 2 ist hier. Ich gehe also hier hin. Ist ja auch dann relativ schnell da. Sollte da jetzt erscheinen, genau. Tür und wir spionieren erstmal. Es scheint leer zu sein. Also rein in die gute Stube. Hallo Tür. Hallo Tür. Wir öffnen sie. Geben uns rein, gleich mal. Oh. Gleich mal gucken, was wir so finden. So, likes to gamble. Wurde dazugefügt. Können wir wieder zumachen? So, hier erstmal die Kamera schnell rein. Oh, eventuell. So, die Kamera ist drin. Muss mich ein bisschen beeilen, das soll alles nicht so schnell, das soll nicht allzu lange dauern hier. Auch den Stuhl schnell angucken. Wir nehmen hier alles mal mit eben. Der ist auch leer. Ich habe schon wieder einen Telefonanruf. Ich gehe auch gleich ran. Ich muss eben schnell das hier alles fertig machen.
Noch ist er ja nicht da. Sagen wir nichts. Jetzt bleibt ja nur noch der Schrank hier und das Bett. Das ist leer, also raus hier. Das ist ja übrigens gewesen da. Oh, Telefon, ran hier. Das Ministerium anrufen, das war jetzt, ist natürlich meine Aufgabe jetzt. So. Ministry of Order, Congratulations, first task was successful, we are rewarded. So, jetzt habe ich tatsächlich mehr Kohle. Ich habe innerhalb dieser kurzen Zeit tatsächlich geschafft, diesen Auftrag zu erledigen. Ich werde bekloppt, ne, wenn ich bedenke, wie lange ich gestern da gebraucht habe. Aber ich wusste nicht, dass ich darauf klicken muss. Und Kaiser Franz hat es auch nicht wahrgenommen. Sie wusste nicht, was sie gemacht hat. Okay, die Kameras hatte ich ja schon installiert. The action icon changes color. Click on the icon, add to the evidence to the dossier. Was? When a camera detects a tenant doing something illegal, the action icon changes color. Action icon changes color. Welches das wohl ist? Attach the evidence you gather to your report. Finish the conversation. Alright. So, was macht der Typ hier eigentlich? Wer ist er hier? Der will nicht mit mir reden. So, Drogen 6039 verboten. Kurz mal mit meiner Frau reden, damit die Alte nicht abhaut irgendwann. Das hatte ich gestern auch. Ja, der hat dann meine Frau irgendwie belästigt. Und der Dialog wird beendet. Er macht hier was. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch spionieren. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Post. Ich muss das also jetzt sofort rausfinden hier. Ich weiß noch nicht genau, wie füge ich diese Beweismittel dazu. Was ist dieser Action-Button hier? Jetzt sammle ich ja erstmal Informationen. Ist das der Action-Button? Ich weiß es nicht. Kurz mal weg hier. Irgendwie will er sich was zu essen holen oder so. Okay, er geht gerade raus hier. Ich warte kurz, bis er weg ist. Und da ich weiß, dass er weg ist, schnell rin in die Bude. Und weiter gucken, was es hier zu sammeln gibt. Okay. Ich glaube, das bedeutet, dass sie zur Arbeit gehen. Nichts im Bett. Ich hatte doch. Gestern hatte ich aber immerhin noch mehr gefunden. Glaube ich zumindest. Aber in den Tisch habe ich jetzt eigentlich. Hatte ich in den Tisch geguckt? Ah ja, da war die Flasche und der andere Krempel. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Okay, hier ist nichts Interessantes drin, also raus. Jetzt, wo will er denn jetzt hin? Ich hatte ja Beweise gesammelt. Ich weiß nicht, ob diese Beweise jetzt reichen.
Kaiser Franz hatte ja gestern tatsächlich dieses Ding gehabt. Hier schon wieder neue Direktiven. Call the Ministry. Geht der auch nochmal in seine Bude rein? Wofür ist eigentlich dieses Ding hier? Handtücher, wieso sind da Handtücher drin? Spionieren. Hier gibt es auch schon wieder. Aha, 60-40. Ich glaube, das war gestern auch immer das Falsche. Ich habe, glaube ich, 60-40 sogar angegeben gehabt. Der macht ja jetzt auch irgendwas wieder mit seinen Drogen. Ich weiß nur nicht, wie ich diese Beweise sammle. Also jetzt macht er eine Aktion. Ja, jetzt sieht man ja was. Die Kamera nimmt das auf. Und eigentlich sind das ja meine Beweise hier. So, ich muss mal eben kurz an den Briefkasten. Den Quatsch einfach. Bla 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 kann er lesen. So. Mit wem telefoniert die? Was hat die hier zu telefonieren? Wer ist diese Person? Ich habe doch gar keinen Sohn, oder? Doch, ich habe einen Sohn. Gut zu wissen. Okay, der ist immer noch in der Wohnung. Was hat der jetzt eigentlich für Probleme? Ja, warum läuft er hier rum? Ist es in Ordnung? Fällt die Money Shack. Aha, Money Shack. Okay, Pieper hier an der Tür. Okay. He said he blew my head off if he ever. Der hat schon wieder seine Wohnung verlassen, aber ich kann jetzt. Nee, der ist noch drin. Okay. Aufgepasst. Macht schon wieder so ein Drogenkram da. Die Saudi. Arbeiten. Warte mal, wir schreiben jetzt den Bericht. Likes to gamble can be dangerous. Jacob Manischek. Nummer 2, da lebt er. Aber welche Direktive hat er verletzt? Da muss ich mir die Direktive nochmal durchlesen. Tja, eigentlich hat er noch gar keine von den Direktiven hier verletzt. Die Produktion von Drogen ist illegal. Ich muss noch mal hoch. Ich brauche hier noch irgendwas von diesem Typen. Hier steht ja Gather Evidence. Angeblich habe ich noch gar kein Beweismittel hier für irgendwas. Was ist eigentlich das hier? Ach so, Plakate, die kann man abreißen. Okay. So, die Tür funktioniert jetzt auch wieder nicht hier, oder was? Doch. Ich frage mich gerade mal, ob ich ihn herausfordern sollte, weil dadurch irgendwas hinterlässt.
Jetzt sprich doch mal mit dem hier. So. Ich stelle mich jetzt also vor hier als der Hausmeister sozusagen. Ja, das hatte ich gestern. Also er soll meine Familie in Ruhe lassen und dann go and have a lunch pick. You bugger. Yeah, go cry, you mother, show you motherfucker. So. Schweinerei. Ups. Ja, wie gesagt, es ist eine Beta. Hier hängt es manchmal ein bisschen. Manchmal funktioniert was nicht so, wie es sollte. Ja, geht er jetzt noch mal zurück in seine Scheiß Dings da? Okay, hier kann man, also genau, wenn man auf diese Dinger da klickt, dann kann man reparieren. Ich glaube, ich muss erstmal wieder nach Hause. Ich überwache mich hier selber, sehe ich gerade. Madame macht sich also was zu essen. Halt, halt, halt. Hoch wieder. Hoch, hoch, hoch. Ist das mein Sohn? Ich glaube, das ist mein Sohn. Neue Direktive. Aha. Jetzt war es nämlich so, der hatte dann auch eine Geldbörse. Gut, er ist nicht zu Hause. Schnell nochmal rein hier. In die Butze. Wenn ich die Tür finde, die ungefähr hier ist. So, rein da, schnell, schnell, schnell. Alles durchsuchen. Schnellstmöglich. Jetzt haben wir hier Sachen, die einfach hier nicht reingehören. Eine Geldbörse. Könnte ich klauen? Nur wäre die Frage, was soll ich damit? Ich soll ja Beweise sammeln. Muss jetzt wirklich überall gucken. Immer mal wieder rein. So ist ein Säufer, das wissen wir jetzt auch. Mal in den Tisch schauen. Zahnpaste. Okay, diese Beweise habe ich alle schon. Das bringt mir überhaupt nichts. Hier gibt es auch nicht. Wie sieht es im Regal aus? Gibt es da noch irgendwas anderes? Hier ist auch nicht viel. Scheiße. Wie hat die das letztens gemacht? Jetzt kommt er nach Hause. Ich werde bescheuert. Okay, schnell raus hier. Raus, 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 raus. Guten Tag. Hey, ich bin in deiner Wohnung. Na, wie läuft's so? Hab ja nichts mitgenommen. Wer ist der Herr? Ich weiß nicht, für was ich ihn anscheißen sollte. Ich wüsste jetzt nicht, für was ich ihn irgendwie da anklagen sollte. Er hat keine Direktiven jetzt großartig verletzt. Ich soll Beweise sammeln und hier ist schon irgendwas geschrieben. Beweise sammeln und ihn melden. Gut, das Melden ist jetzt nicht so schwer. Gut, angerufen hatte ich schon. Beweise sammeln, dass er in illegalen Aktivitäten verwickelt ist. Aber noch ist ja hier Glücksspiel eben nicht. Foreign Currency. Ich wüsste nicht, welche Direktive ich hier benutzen soll. Hiding information about crimes. Ich glaube, bis 5. September muss das durch sein. Ist der noch in seiner Wohnung? Ist er schon wieder rausgegangen in der Zeit, wo ich geguckt habe hier, oder? Der schläft gerade.
Jetzt ist er irgendwie fertig. Macht er schon wieder irgendwas mit Drogen? Muss ich ganz kurz mal nach meiner Familie gucken. Die guckt Fernsehen. Ich wusste gar nicht, dass wir einfach so Fernsehen gucken können. Er lernt, die Kleine schläft. Scheiße. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen vorlaufen. Bis der Herr hier mal wieder rausgeht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will hier nicht verkacken, ehrlich gesagt. Der muss doch mal irgendwann diese blöde Wohnung verlassen. Jetzt geh raus, er will ein Bier trinken, er will, irgendwas will er machen. Ja, komm raus, komm raus. Puh! So, das ist jetzt das letzte Mal und dann sende ich irgendeinen Report raus hier. So, gleich mal an den Tisch wieder hier. Ich muss mich wirklich beeilen jetzt. Ach, das ist so blöd hier jetzt. Sie sagte mir, sie hatte was gefunden beim Bett. Beim Bett finde ich überhaupt nichts. Ich gucke jetzt noch einmal alles durch. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Oh mein Gott, ich muss mich so beeilen. Fünfter September. Ach so, komm, ich guck schnell. Ich finde hier nichts. Ich finde hier nichts. Click on the color tracks. Ach, hier stand es ja sogar mal. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich habe einfach nur die. Okay, ich nehme jetzt irgendwas mit kriminellen Aktivitäten hier. Offensichtlich wird da nicht mehr zusammenkommen als das, was ich ohnehin schon gesammelt hatte. So, ich muss erstmal jetzt ein Profil erstellen. Ich erstelle jetzt ein Profil. So, Jacob Menischek wohnt in der 2, ist ledig und der war ja arbeitslos. So, gesammelt habe ich dies und jenes. Abschicken. Tenants Occupation. What the f. Occupation? Der war doch ohne Arbeit. Unemployed. Profile rejected. Incorrect data, tenants, occupation. Das, what the fuck, Alter. So, Jacob Manischek. Lebt in der 2. Ach, Verstoß, ja, was hat er gemacht? Alte Klamotten tragen, das war es nicht. 6039. 6039. Evidence found, 4.8. hier, bup, und dann packe ich mal was rein. Das passt nicht. Oh, what the tits, Alter. Was waren das hier mit dem Verbrechenzeugs? 6037, mache ich halt mal das. Vielleicht geht er das. Ne, ich krieg diesen Report nicht fertig hier. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich dafür habe. Irgendwann, ich weiß, dass gestern war es ja irgendwann abgelaufen.
Du sollst auch da durchgucken, Jung. Ich glaube, wenn der fünfte um ist, dann ist eigentlich das abgelaufen. Gestern war es zum Beispiel irgendwann abgelaufen. Was man hier alles kaufen kann, was ist das? Propagandaposter, okay. Repair Kit. Okay, ich spule nochmal vor. Vielleicht kriege ich es auch einfach nicht hin. Vielleicht bin ich zu blöd dafür. Eigentlich finde ich es ja witzig so bisher, das Spiel, aber. So, sie sagte, sie hat es beim Bett gefunden. Höchstwahrscheinlich. Jetzt gehe ich auch nochmal zum Bett. Kann ich irgendwas mit der Kamera noch machen? Ich glaube, damit kann ich nichts mehr machen. Apropos, vielleicht kann ich da Aufnahmen. Ne, die kann ich nur wieder einpacken. Schade. Ich finde hier einfach einen Dreck. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Nee, du, also. Das wird wohl nichts mehr hier. Müsste ich wohl leider abbrechen, denn wie oft soll ich hier. Ich hab schon. Oh shit! Der Druggy kommt. Ey yo. Gut, das Gespräch hatten wir ja schon. Ach man, Alter, echt. Mann! Ich hänge schon wieder fest hier, das nervt mich voll. Ich glaube, ich mache hier mal eine kurze Unterbrechung, bis ich irgendwie rausgefunden habe, was man hier eigentlich machen muss. Also sag ich mal bis gleich, ne? Also haut rein.